Was ich vergessen habe noch zu erwähnen, es gibt auch Sammlungen. Ja, ich war ja schon kurz drin. Da zählen drunter Kostüme, Frisuren, Kopfbedeckung und sowas. Kostüme sind die, die man im Kronenshop freischaltet oder alternativ, also gegen echtes Geld, oder alternativ als Belohnung für bestimmte Dinge kriegt. Sie hier hat schon ein Kostüm an. Ja, ich habe ihr die geschnürte Reitkleidung gegeben. Wenn ich die ausschalte, so kennt ihr sie. So sah sie früher mal aus und irgendwie dachte ich so, naja, ja, ach komm, kannst du ihr auch mal einen anderen Kleidungsstil geben. Das gleiche gilt mit Frisuren. Ich stehe gerade blöd, weil hier ist das PvP-Gebiet. Hier machen sie immer gerne irgendwelche PvP-Sachen. Ich stelle sie daher mal kurz hier hin. So, das gleiche gilt für Frisuren. Wenn man das Frisuren-Pack freischaltet, kann man ihr rein theoretisch jede Art von Frisur geben, die man bei der Auswahl des Chars gibt. Leider nicht eine andere Haarfarbe, das geht nicht. Aber man kann dann eben sagen, pass mal auf, mir gefällt der Pferdeschwanz nicht. Ich gebe hier andere Frisur oder diese Frisur oder so. Ja, also kurzum, die wird einfach oben rübergelegt über die Frisur, die man am Anfang ausgewählt hat. Weil wenn man gar nichts auswählt, ist es wieder die Standardfrisur vom Anfang. So, ich gebe ihr mal diese Frisur hier wieder. Die Standardfrisur vom Anfang sieht man übrigens, wenn man questmäßig sich verkleiden muss. Also man sollte am Anfang schon eine Frisur nehmen, die halbwegs vernünftig ist. Hier sieht man übrigens noch eine, die ein Outfit aus dem Kronenshop trägt. Das ist irgendwie neu. So, aber diese Frisur, wie gesagt, die man da auswählt, die sieht man, sobald man questmäßig sich in eine Wache verkleiden muss oder sowas. Und das ist doof, wenn man da eine hat, die einem gar nicht gefällt. Deswegen kleine Warnung vorneweg. Nehmt eine, mit der ihr zur Not leben könnt. Und wenn euch die eben, wie gesagt, im Spiel nicht wirklich hundertprozentig gefällt, dann gebt der Figur eine andere Frisur. Aber wundert euch nicht, wenn sie sich als Wache verkleidet oder sowas, dass sie dann eben die alte Frisur aus der Startecke wieder halt ist programmtechnisch so ein bisschen merkwürdig gelöst. Die Verkleidung, also diese Art der Kleidung, ja, die bleiben übrigens auch in Kämpfen. Also die verschwinden nicht, wenn man getroffen wird oder so. Das bleibt alles, ja, sichtbar. Gut, so, jetzt aber genug gequatscht. Wie gesagt, ich wollte ja ursprünglich die Vorquest-Reihe machen. Also den Pre-Quest zu Morrowind, dem nächsten großen Add-on. Und auch ehrlich gesagt das erste Add-on, was kommt. Denn bisher waren es nur DLCs, also Sachen, die man so kaufen konnte. Das große Morrowind Add-on ja, ist nicht in ESO Plus mit drin. Das muss man immer separat kaufen. Und es startet wohl bei Alessio Gillion. Mal gucken, was der Gute zu sagen hat. Ich überbringe euch eine dringende Nachricht von Rhea Opacarius, dem obersten Orakel der Königin des Zwielichts, Azura. Ach, ehrlich? Was will denn dieses Orakel? Am besten sprecht ihr mit Rhea darüber. Hier gibt es zu viele Augen und Ohren. Sie erwartet euch im Gasthaus zur trüben Neige in Wegesruh. Also gut, dann werde ich mal nach Wegesruh gehen und mich mit Rhea treffen. Hast du noch was zu sagen? Eilt zum Gasthaus zur trüben Neige. Unsere Lage wird immer bedrohlicher und Azura ist nicht gerade für ihre Geduld bekannt. Na, sowas. Gut. Donunun backt. Gut, das lese ich jetzt nicht, weil es nicht zur Quest gehört, sonst hätte ich es vorgelesen. Ich bin nur einfach hängen geblieben. Und ich habe gerade noch den falschen Quest oben an. Das ändern wir gleich. Ich gehe mal ins Questbuch, Tagebuch Quests. Goldküste ist es nicht. Sturmhafen. Sturmhafen? Sprecht mit Rhea. Ein Orakel Azuras namens Rhea Opacarius braucht meine Hilfe. Eine arglistige Macht hat sich verschworen, um ihren Orden und vielleicht ganz Tamriel zu zerstören. Der Brief weist mich an, Rhea in Wegesruh in einem Gasthaus namens Trübe Neige zu treffen. Ich sollte dorthin gehen und mit ihr sprechen. So, Wegesruh. Wo liegt Wegesruh? Der Quest sagt, ich soll hier raus.
Man sieht schon, da unten leuchtet ich so von der Karte raus. Jetzt ist bloß die Frage in Wegesruh. War ich schon mal in Wegesruh? Und wenn, wann, wo, wie? Glen Umbra, Kluft, Dings, Wodgard, Bankorei, Karkstein, das ist es nicht. Rift auch nicht. Schattenfen, Deshan. Ich bin gerade wieder mal überfragt. Ehrlich gesagt, Wegesruh wird es doch irgendwo geben. Das klingt wie eine Hauptstadt. Ich weiß bloß nicht mehr, welche. Die Karte ist groß. Ich sagte es schon mal, die Karte ist riesig. Hier ist sie nicht. Aber Grünschatten, das ist doch... Ich weiß wirklich nicht mehr, wo Wegesruh war. Pass mal auf, wir machen das mal anders. Der Questmarker weist mich hier lang. Ich soll ja mit irgendjemandem sprechen. Ich bin mal gespannt, ob sie das berücksichtigt haben. Ich habe es so noch nicht getestet, gebe ich zu. Aber es steht ja, ich solle hier oben mit irgendjemandem reden. Und ich bin gespannt. Ich denke, ich soll da groß auf das Schiff. Ich gehe mal aufs Schiff. Ne? So, hier einmal lang. Mal schauen, ob man mich da hinbringt, wo ich hin soll. Ich soll da oben. Da oben. Ich habe keine Ahnung, was mir das bringt. Ich soll hier nämlich nach Deutschstoß reisen. Ich soll nach Deutschstoß reisen. Das ist überraschend. Glen Umbra. Und man sieht schon, ich bin ja eigentlich im Dominion und nicht im Deutschstoßbündnis. Früher wäre das ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Aber dieser Quest schickt mich gleich dahin, obwohl ich da nicht zu suchen hätte nach Ursprungsstory. Nach neuer Story, vollkommen wurscht, vollkommen egal. Und ehrlich gesagt, verdammt angenehm zu spielen. Aus dem ganz einfachen Grunde, es ist vollkommen wurscht, wo ihr seid, was ihr machen wollt. Das ist sowas von angenehm, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und man sieht, ich soll da nach oben... Also, gucken wir mal. Sturmhafen, Kluftspitze. Ich guck mal. Okay, da ist es auch nicht. Denn da schicken sie mich nach Sturmhafen. Und da wäre Wegesruhe. Okay, weiter, weiter Weg. Ein sehr weiter Weg, den ich jetzt vor mir habe. Aber ich nehme den mal auf mich. Ich reite mal durch und man wird sehen, ich war in dieser Karte ja bisher noch gar nicht. Ne, mit dem Char war ich wirklich hier noch gar nicht. Und nicht wundern, ich lasse die Quests, die mir begegnen, so weit wie es geht, liegen. Aus dem ganz einfachen Grunde, sonst würde ich da glaube ich nie ankommen, wo ich hin will. Aber das Ganze hat natürlich auch seinen Flair aus dem ganz einfachen Grunde, man bereist halt jetzt wirklich die Welt und es hat viel mehr Skyrim-Flair als früher. Und hier ist schon ein Quest, den wir sehen, einfach da oben angezeigt. Schweinehirt Wickton würde mit mir reden wollen. Na, da? Da wäre ein ganz normaler Quest. Und wie gesagt, den könnte ich auch mit Level 1, also mit dem Level 1 Char und nicht mit dem Level 50 Char annehmen. Geht alles. Ist alles gar kein Problem. Und ich weiß gar nicht, welches Reittier sie gerade hat. Ich guck mal ganz kurz, ne? Die Reittiere verstecken sich jetzt auch hier unter Sammlung. Genauso wie die friedlichen Begleiter. Friedliche Begleiter sind Haustiere, die hinter einem hertraben. Kann man auch ein paar, also ich habe mittlerweile ein paar freigeschaltet und gekauft. Und sie reitet hier mit einem Eiswolf. Ich nehme mal den Hochlandwolf. So, komm mal her. Da ist er. Jo. Und los geht's. So. Die Soundknacker sind leider immer noch drin. Ja, also es kann immer mal wieder passieren. Es kann immer mal wieder passieren, dass man einen Ladebildschirm sieht. Das Phasensystem ist natürlich auch noch drin. Ne? Also wir haben gerade die Hauptstadt hier verlassen. Und deswegen... gab es einen kurzen Ladebildschirm, weil ich hier einer anderen Phase beigetreten bin. Ist nicht weiter wild, sage ich mal. Ich nehme die Wegschreine mit, wenn die direkt auf meinem Weg liegen. Ansonsten
reite ich mal durch die Karten und man sieht, hier sind auch wieder Quests. Früher wären einige der Quests nicht aufgetaucht, weil die hintereinander geschaltet waren. Ne, da konnte man praktisch durch die Welt laufen, aber hatte dann das Problem, dass einem das nichts brachte. Und wie gesagt, jetzt ist das so, nö, wenn mir die Ecke hier nicht gefällt und ich hier diese Stadt hier nicht befreien will oder für die kämpfen will oder so, dann gehe ich halt weiter, dann interessiert mich die Stadt gar nicht. Und wir sehen auch, hier läuft gerade ein Level 5 Gegner, also Gegner sage ich schon, Spieler rum. Aber die Gegner selbst haben nur den Namen halt, also das war eben nur ein Kobold. Die haben kein Logo mehr, also keine Zahl davor. Und das bedeutet, die sind levelunabhängig. Ich kann also in dem Programm einen Level 5 Char mit einem Level 50 Char ohne Probleme, ja, unterstützen. Hier ist nochmal ein Quest. Genau. Also ohne Probleme unterstützen, ja. Ich kann auch, wie damals, wenn irgendjemand... Ja, wir müssen was tun. Wenn jemand halt sagt, okay, pass auf, ich muss hier irgendwie kämpfen oder so und ich habe Probleme und man kommt zufällig dran vorbei, ja, das gibt's ja auch, dann kann man sagen, okay, pass auf, ich kloppe jetzt mit auf den Mob und das sollte alles gehen und ich unterstütze die anderen Spieler hier in der Welt. Das geht aus dem ganz einfachen Grunde, man kriegt seinen eigenen Loot. Dieser Loot ist auch skaliert auf... Ja, sich selbst. Also es ist nicht so, dass der Loot, wenn jetzt ein Level 5 Spieler auf die Sache raufkloppt, ich dann plötzlich Level 5 Loot kriege. Nein, in der Regel ist es so, das Ding passt sich an anhand meines Levels. Und das ist auch wirklich gut gemacht. Also man kann hier jeden Spieler unterstützen. Man hat ständig das Gefühl, egal in welchem Level man ist, dass man nützlich in der Welt ist. Also... Wie gesagt, ich habe ja neu angefangen mit einem anderen Char, den ich privat spiele. Was habe ich nur getan? Ja, den spiele ich nur privat. Also da, ich denke auch nicht, dass der hier mal irgendwann im Let's Play zu sehen sein wird. Schwachköpfe. Wie konnten Sie so etwas nur tun? Ja, meine Liebe. So, ich renne mal kurz oder ich reite mal kurz hier nach oben, um das Ding damit zu nehmen. Das hat einen Grund, warum ich sage, den anderen Char möchte ich eigentlich im Let's Play gar nicht spielen. Und zwar ist der Grund ganz einfach, ich spiele den sehr, sehr, sehr langsam und wesentlich anders als das hier gerade auf Deutsch. Ich laufe durch die Städte zum Beispiel. Ja? Um Atmosphäre zu kriegen, laufe ich durch die Städte. Ich rede mit fast allen NPCs, die man hier trifft, die es so gibt in der Welt. Und ehrlich gesagt, das lohnt sich auch. Ich würde euch empfehlen, redet mit den NPCs, auch wenn die keinen Quest unter Umständen haben. Die haben teilweise was zu erzählen, die weisen euch auf neue Orte hin. Und ganz ehrlich, es steigert die Atmosphäre. Ja? Wir erinnern uns ja auch, warum ist Skyrim so beliebt? Naja, ganz einfach, es hatte Atmosphäre, wenn man einfach durch die Städte ging. Und mittlerweile hat dieses Programm hier eben auch sehr viel Atmosphäre. Allerdings muss man zulassen, dass diese Atmosphäre einen auch packt. Ja? Ich werde versuchen, hier in dem Let's Play nachher auch etwas langsamer die Sache vonstatten zu gehen. Langsamer ist momentan nicht möglich. Moment bitte. Ausblenden. Ich liebe die Xbox-Sprachsteuerung. So, ich habe keine Ahnung, warum der gerade Xbox irgendwas verstanden hat, aber die Kinect-Kamera meinte plötzlich, sich einblenden zu müssen und deswegen, ihr habt das ja auch gesehen, da oben gerade in der Ecke. Gut, wo war ich? Ja, jetzt hat mich die Xbox rausgebracht, hat die Konsole gut geschafft, ist aber egal. Ja, wie gesagt, ich versuche nachher ein bisschen Flair einzufangen. Das bedeutet im Umkehrschluss, ich werde ein bisschen langsamer spielen. Also nicht wundern, ich werde wahrscheinlich nicht durch die Sache durchrennen, denn damit geht Flair verloren. Auch wenn ich jetzt den Reiseweg aufgrund der fehlenden Wegsteine ganz einfach mal so schnell wie möglich hinter mich bringe. Und ich dachte ja auch nicht, dass ich hier durch die halbe Karte muss, gebe ich zu. Ich habe den Quest noch nicht gemacht,
auch mit dem anderen Char nicht, den ich privat spiele halt. Ist halt auch mein erstes Mal, dass ich diese Questreihe hier mache und ich muss sagen, nette Ecke hier. Wirklich ganz nett. Muss nur kurz gucken. Die Karten sind ziemlich groß. Na, wenn man das so sieht. Hallo. Wir können ihnen nicht mehr lange Widerstand leisten. Ja. Die Welt ist relativ groß und vor allem sie ist belebt. Und mit belebt meine ich jetzt nicht. Ja, ja, ihr könnt nicht lange widerstehen. Ja, ja. Mit belebt meine ich nicht viele NPCs, die man hier so trifft, oder viele Quests oder so. Also von den Quests, da man jetzt drei Gebiete hat, drei Fraktionen, die man wahllos mischen kann und mitmachen kann und so weiter, da hat man wirklich Auswahl über Auswahl. Nein, auch Quest-Hub-mäßig, man sieht ja hier ganz viele Gegner, da hat man auch ganz viel Auswahl. Nee, ich meinte eigentlich damit, man hat die Möglichkeit auch ganz viele. Nicht mehr lange widerstehen. Das ist übrigens auch cool Sie gemacht. Uns brechen. Wir sind vorhin schon an ihm vorbeigekommen. Jetzt sind wir bloß von der anderen Seite ran geritten oder einmal durchgeritten und prompt kommt der Questgeber natürlich wieder, weil wir den Quest nicht gemacht haben. Ja, ja, aber ich meinte von den Spielern her, ich habe persönlich das Gefühl, dass das Programm nicht leer ist. Ja? Das ganze Spiel ist mittlerweile 3 Jahre alt. Über 3 Jahre. Es hat letztens ein 3-jähriges Jubiläum gefeiert. Und es ist trotzdem immer noch erfrischend belebt und voll. Ja, also selbst hier stand, glaube ich, gerade. Nee, das war kein Spieler. Aber wir sind ja an ein oder zwei Spielern vorbeigekommen. Und das Interessante dran ist, es sind nicht nur endausgelevelte Chars, sondern auch manche neuere Chars vom Level her. Ja, also ich möchte jetzt nicht sagen, das sind wirklich alles neue Spieler, weil teilweise sind sie ganz einfach zu, ja, durchschlagskräftig durch die Champions-Punkte, die sie vergeben haben. Das sind ja großteilig Passiva, die man da vergibt, also mehr kritischen Schaden und so weiter. Die sind dann eben durchschlagskräftiger, denn die Champions-Punkte kann ich auch vergeben, wenn ich einen neuen Char anfange. Dann stehen die mir sofort zur Verfügung. Ja, das muss man auch wissen. So, ich bin jetzt hier. Moment mal, ich bin ja schon auf der richtigen Karte. Mensch, das ist ja geil. So, also, dann reiten wir mal durch und hoffen, dass wir hier ankommen, wo wir wollen. Und ich gebe zu, dieses freie Gefühl im Sinne von, man kann hier jeden Quest machen, den man will. Also normalerweise hätte ich jetzt 300 Mal den Weg schon unterbrochen. Und vielleicht mache ich das auch mal, wenn ich hier ein anderes Let's Play nochmal aufnehme. Aber diesmal wollte ich halt die Vorquest-Reihe aufnehmen. Da muss ich kurz mal anhalten. Wow, Moment, Moment, Moment. Ich muss mal kurz, ne? Also, das müssen wir hier mitnehmen. Hier mit Schaber. Sonst vergesse ich die. Das muss einfach sein. So. Ein Fertigkeitspunkt erhalten, wo ich nicht weiß, wo ich den investieren soll. Aber es ist ja auch vollkommen wurscht. So. Ja, also wie gesagt, normalerweise wäre ich schon 300 Mal stehen geblieben und hätte gesagt, hey, ich muss hier aber noch einen Quest machen. Und hier, guck mal, mit Dame, Dabien muss ich noch reden und so weiter und so fort. Das ist doch Wahnsinn. Ich habe nichts Unrechtes getan. Na, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich hätte wahrscheinlich noch den einen oder anderen Quest hier auf dem Weg mitgenommen und dann 3 Wochen später gesagt, oh, jetzt bin ich endlich da angekommen, wo ich hin will. Da wäre Morrowind schon längst raus. Aber heute, wie gesagt, nicht, denn ich will ja halt diese eine Questreihe mal hier aufnehmen. Und ja, ja. Ja, vielleicht, später. Wenn ich dann nochmal... ich glaube, hier sind Gegner... Ich reite mal weiter. Wenn ich dann nochmal eben hier irgendwann mal Elder Scrolls aufnehmen sollte, zu einer späteren Gelegenheit. Ich glaube, ich habe mich verritten. Ich bin nämlich nicht mehr auf dem Weg. Verdammt. Oh, das wird... Das tut weh. Heißt nicht gesagt, das tut weh. Ja, wenn ich das ganze Spiel nochmal bei einer anderen Gelegenheit ein anderes Let's Play oder so aufnehme, dann... Oh, wir kommen langsam an. Ja,
dann werde ich, denke ich, einfach mal so ein paar Quests machen, die mir auf dem Weg begegnen, ohne Zusammenhalt. Also, ich sagte ja, man kann, wenn man will, der Story folgen, ja. Dann muss man halt wissen, wo sie startet, beziehungsweise einfach von Anfang beginnen, ja. Also, ich habe jetzt letztens mit dem anderen Char habe ich gesagt, okay, ich bin jetzt hier kurzzeitig im Deutschlandsbündnis angekommen. Ich gehe mal wirklich an den Anfang, dort, wo die Startkarte beginnt und so weiter und so fort. Und habe dann angefangen zu spielen und bin einfach in der Story hängen geblieben. Man kann das machen, wenn man das möchte. Ansonsten macht man es eben, dass man durch die Welt geht und die Quests annimmt, die einfach da sind. Das habe ich mit dem anderen Char auch gemacht, besonders in den Nordgebieten, denn da bin ich von der Diebesgilde sozusagen gleich am Anfang weitergeschickt worden. Ich bin über den Start-NPC gestolpert, der stand irgendwo rum und der hat mich dann über die halbe Karte geschickt und das habe ich einfach wirklich rigoros gemacht. Und im Anschluss habe ich dann festgestellt, okay, jetzt hast du den Story-Verhand bei den Nord da oben komplett verloren, aber es war cool, weil zwischendrin habe ich dann gesagt, okay, pass auf, hier steht so ein komischer Ork oder was da war. Der hat mir gesagt, geh mal in die Nebenstadt und guck dir mal an, ich habe Probleme mit dem Geschäftspartner und so weiter und so fort. Habe ich einfach gemacht, ja, und auf dem Weg habe ich noch drei weitere Quests gemacht und so weiter und so fort. Und dann dachte ich, hey, aber ich hatte doch die Diebesgilde hierher geschickt, du solltest doch eigentlich ganz woanders hin. Also habe ich dann das gemacht und es hatte so ein wunderbares, freies Gefühl halt. Genauso eben halt wie hier, dass ich sage, okay, pass mal auf, ich könnte jetzt hier stehen bleiben, hier den Quest annehmen und da hinten noch einen Quest annehmen und das ist einfach cool gemacht, dass das überhaupt geht. Und ich empfehle auch jedem, der das Spiel im Schrank hat, nochmal reinzugucken. Es hat mittlerweile so viel Flair, ja, also es kommt mehr an damalige Elder Scrolls Teile ran, als zu Release-Zeiten. Ich glaube, ich bin angekommen. Nur einen Augenblick zu. Es ist sehr wichtig.